das war 32 Minuten und etwa verstampft. Ueli Schneider, herzliche Gratulation zu deinem vierten Schweizer Meistertitel hier auf Sparamus. Wie ist es gegangen in dem neuen Schnee? Danke vielmals. Ja, ist sehr gut gegangen, merci. Es war ein Herzrennen, die Strecke hier ist sehr selektiv und die Bedingungen haben es natürlich auch nicht einfacher gemacht. Es war ein bisschen weich zum Laufen gewesen und dadurch sehr anstrengend, aber wirklich, die Organisatoren haben da eine super Strecke bereitgelegt und es hat Spass gemacht, hier zu laufen. Jetzt kommen wir so in die zweite Saisonhälfte. Du hast eine erste Saisonhälfte bei Harzi gehabt. Was erhoffst du dir jetzt? Was ist so das Ziel in der zweiten Saisonhälfte? Ja, genau. Erste Saisonhälfte leider nicht so gut gegangen. Jetzt kommt der zweite Teil. Ich merke, es geht bergauf. Ich fühle mich jetzt immer besser. Und jetzt gerade im Februar, der ganze Block im Norden, kommen nochmal sehr interessante Rennen im Weltcup. Und dann folgt dann eigentlich der zweite Teil hier der SM. Bist du da wieder dabei? Natürlich, ja, da bin ich sehr gerne wieder dabei. Gut, wir wünschen dir eine gute Heimfahrt jetzt. Du gehst ja heim nach dem Schweizmeistertitel und wünschen gute Gesundheit und bleibst zu Hause. Danke vielmals.